Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen ermitteln gegen einen 52-Jährigen wegen des Verdachts eines zweifachen Tötungsdelikts. Am Samstagabend kam es in der Wohnung der gemeinsamen Tochter zu einem verbalen Streit zwischen den Familienangehörigen. Nachdem der Beschuldigte die Wohnung verließ, kehrte er kurz nach 22.30 Uhr zurück und betrat das Gartengrundstück des Wohngebäudes. Dort traf er auf den Lebensgefährten der Tochter, der versuchte, den Tatverdächtigen vom Betreten des Gebäudes abzuhalten. Daraufhin zog der 52-Jährige eine Schusswaffe und gab mehrere Schüsse auf den 40-Jährigen und seine hinzukommende 45-jährige Ehefrau ab. Beide Personen wurden tödlich getroffen und verstarben noch am Tatort. Der Deutsch-Kosovare konnte noch am Tatort widerstandslos von der Polizei festgenommen werden. Der Beschuldigte ist am Sonntagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Kirchheim vorgeführt worden. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.